Viele kennen mich ja von meinen Videos als Ostseesegler. Aber 2020 stand was anderes auf dem Programm. Die Biedewind machte sich auf in die Nordsee. Ende Juli begann ich meine Reise. Ich segelte von Neustadt über Fehmarn nach Kiel. Es sollte durch den Nord-Ostsee-Kanal gehen und ich musste das erste Mal alleine einhand in die große Schleuse einlaufen, neben den großen Pötten. Ich war mächtig aufgeregt. Aber alles verlief zum Glück gut und so motorte ich auf dem Nord-Ostsee-Kanal neben den großen Frachtschiffen. Allzu lange wollte ich mich hier allerdings nicht aufhalten. Kurz hinter Rendsburg bog ich rechts ab in den Gieselau-Kanal. Von da wollte ich weiter über die Eider. Das war wohl die schlauste Entscheidung, die ich treffen konnte. Es war eine wunderschöne Naturlandschaft, die sich mir jetzt offenbarte. Nach einigen Tagen Faulenzen und Sightseeing in Friedrichstadt und Tönning ging es hinaus durch das Eidersperrwerk auf die raue Nordsee. Im Seegat lernte ich dann, was es bedeutet, Strom gegen Welle zu haben und war froh, als ich ruhigeres Wasser erreicht hatte und dann Kurs Helgoland absetzen konnte und unter Segeln mich bemühte, dort noch vor Dunkelwerden anzukommen. Nachts setzte der Wind dann mit 7 Windstärken aus Südwest und ich war froh, mich einen Tag einwehen zu lassen und die Insel zu besichtigen. Von dort aus ist es nur noch ein kleiner Sprung in die faszinierende Welt der ostfriesischen Inseln. Hier in der Nordsee laufen die Uhren irgendwie anders, im 8-Stunden-Takt. Mal ist das Meer da, 8 Stunden später ist es wieder weg und das Boot 1 Meter tief im Schlick versunken. Dieses Kommen und Gehen des Meeres faszinierte mich und ich lebte im Rhythmus der Gezeiten und ließ es mir einfach nur gut gehen. Wozu in die Ferne schweifen? Dieses Revier ist so genial. Natur, Tiere, Flora und Fauna ohne Ende. Ich war begeistert. Ein so herrliches Segelrevier und das direkt vor der Haustür. Was will man mehr? Ich war froh hier zu sein, genoss das Leben, aß viel Fisch, trank das ein oder andere Bier und genoss herrliche Naturschauspiele. Tja, sollte ich dich nun neugierig gemacht haben, dann sei gespannt auf meine Dokumentation zu meinem Nordseeurlaub. Und damit du keinen Teil verpasst, abonniere am besten meinen Kanal Sailing Biedewind.